Ja, wir müssen gucken, dass wir. Paradebasiswert ist ausweichen. Und Paradebasis ist Intuition, Gewandtheit und Körperkraft. Ja. Na klar. Ja, sollten wir gucken, dass wir ihre Intuition, die sie, glaube ich, auch fürs Schlösserknacken braucht, steigern. Wenigstens noch um 2 Punkte. Wie viel Behinderung? Sie hat gar keine Behinderung. Alles klar. Und sie hat jetzt eine Behinderung von 1. Und daher kommt das Ganze auch. Also, dass Gladys einen Punkt weniger hat als Gwendala. Wir wollen aber natürlich, dass Ja. beide einen sehr hohen Ausweichwert kriegen. Also. Ups. Noch mindestens ausweichen. 3 kriegen und Ausdauer sollten wir auch beiden geben. Hat man ja gemerkt, Gwendala hat schnell keine Ausdauer mehr, wenn sie ihre besseren Pfeilmoves macht. Also ja gut, Gladys werde ich wahrscheinlich höchstens Ausdauer 1 geben. Gwendala wahrscheinlich dann 2. Ich versuche mein Bestes. Vorgrim könnten wir auch Ausdauer geben. Spricht nichts dagegen. So, hier unten haben wir noch mehr Pflänzchen Sanja. zum Einsammeln. Also sammeln wir die jetzt auch erstmal ein. Vielleicht finden wir hier drüben noch was Interessantes. Wenn nicht, warten auf uns nach den Orks halt Rätsel und ähnliches. Erwarten uns Rätsel und ähnliches. Sandstein. Ja. So. Sprich, Freund. Hier sehe ich die Hör. Concinis. Sala Agrinda. Gulmod und Belmar noch ein bisschen und das war's dann hier unten auch schon wieder. Schon. Hier ist sonst nichts Besonderes versteckt oder so. Also können wir wieder hoch auf die Straße und wieder einen Quicksave machen. Was wir uns auch angewöhnen müssen, den Drakensang, wegen der Stabilität des Spiels, öfter Quicksaves zu machen, bevor wir neue Gebiete betreten. Also in irgendwelche Gebäude oder so reingehen. Ja, wir haben noch ein ganzes Stück Ja. vor uns. Und haben halt auch immer wieder Orks.
Meint ihr? Lass das mal Vorgrim machen. Mein Atem geht ruhig. Kuschurka, ich habe ihn nur bewusstlos geschlagen. Folgt ihr mir? Die reden miteinander. So stark, wie du immer zuschlägst. Er ist tot. Bestimmt. Wir müssen zurück. Nachsehen, ob er noch lebt. Blutfang will alle Leben, die wir finden. Die Fracht hat Fracht. Ja, genau. Das hat Blutfang gesagt. Blutfang hat's gesagt. Und wenn du ihn totgeschlagen hast, möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Ja, also los. Sehen wir nach, ob diese Glatthaut noch lebt, Marza. Okay, die gehen. Sanya. Ich sollte sie eigentlich nicht weggehen lassen. Nicht, dass sie in irgendwelche Verstärkung reinlaufen. Kuroka, ich habe ihn nur bewusstlos geschlagen. So. Es geht los. Jetzt kann ich sie angreifen. Für Ardo. Sprich, Freund. Folgt mir. Arquatus. Also so kleine Ork-Patrouillen sind wirklich kein Problem. Ja. Eher so was Größeres mit Anführer und allem. Kann dann problematisch werden. Hier geht's nirgendwo hoch. Sanya. Aber hier gibt's noch Kräuter. Oder Pflänzchen zum Einsammeln. So. Und ja, ich speichere jetzt wirklich nach jedem Kampf sicherheitshalber. Auch wenn ich glaube, mich erinnern zu können, dass das der schwierigste Kampf hier außerhalb war. Hier ist ein düsteres Fleckchen mit Nebel und allem. Dem Wind folgen. Oh, und das ist wohl der, den die Orks gesucht haben. Oh, ein Breitschwert und ein Säbel.
auch noch etwas Belmart. Das war wohl eine arme Wache, die von den Orks überrumpelt wurde. Die Karte ist teilweise etwas schwer zu deuten. Sala Agrinda. Sprich, Freund. Ganz rausgesucht haben wir aber. Er will mich fressen. Ja, gut. Da haben wir wieder etwas mehr Gegner. Also wenn wir gucken... Ork-Hundeführer mit seinem Hund war hier ein Ork-Krieger. Und Unteranführer ist auch dabei. Ogre. Was ich zum Glück nicht sehe, sind Bogenschützen. Ich versuche mein Bestes. Ja. Ja. Töte Gundwalds Peiniger. Die Orkmeute, die Gundwein gefangen hält, wird ihn nicht ohne weiteres gehen lassen. Mir bleibt wohl nichts anderes, als zur Waffe zu greifen. Auf in den Kampf. Wurats Hunger. Wurats jetzt knapp ein Mensch. Finger weg, Wurats. Blutfang sagt, lebende Gefangene kommen zu ihm. Lebend, nicht geknabbert. Okay, jetzt wiederholt sich das Ganze. Sanja. Sturm über Wasser. Mandaya Ioai Ban. Wobei, hol mal Hilfe. Dezeption. Da! Das bin ich. Ha! Na klar. Okay. Auf mich gehen viele los. Okay, Gladys, du heilst mich mal. Ein Zwerg, ein Bock. Das ist jetzt nicht so gut. Laden wir lieber. Dann sollte Gwendala am besten gleich ihren Gefährten beschwören. Mein Atem geht ruhig. Feyatara Dra.
Und sollte sich auch gleich einen Armatrutz besorgen.